Hallöchen und ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute mal wieder etwas besonders exklusiv bei einem Fahrgeschäft, und zwar dem Aeronauten. Und neben mir steht Marvin. Der ist Rekommandeur hier. Und am besten erzählst du mal kurz ein bisschen von dir selber. Also ich bin Marvin, ich bin hier seit letzter Saison der Rekommandeur. Das Ganze kam so, dass ich 2019, bevor die Pandemie angefangen hat, schon Interesse hatte. Damals lief das Geschäft ja noch unter Hofnagels, jetzt ist das Ganze ja übergegangen an die Firma davor. Damals hatte ich mich bei Herrn Hofnagels gemeldet. Und ja, eigentlich sollte ich schon quasi ab 2020 mehr oder weniger anfangen. Das Ganze hat sich dann natürlich ein bisschen verzögert. Letzten Endes hat das Ganze dann letztes Jahr angefangen, mit Anfang der Saison. Bin dann jetzt auch mit übergewechselt nach dem Besitzerwechsel. Ja, nach Stuttgart ging das ganze Geschäft ja an Defor über. Seitdem bin ich jetzt hier Rekommandeur und macht noch ganz viel Spaß. Also hier haben wir den Aeronaut, wie du schon gesagt hast. Kettenflieger, Baujahr 2019 von der Firma Fundheim. Wir haben eine Gesamthöhe von 80 Metern. Ist halt so das aktuellste Modell, was gerade so auf dem Markt ist von den Geschäften. Wir haben Grundmaße von 22 x 25 Meter, einen Anschluss von 3 x 315 Ampere und Kapazität 32 Personen. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen hinter den Kulissen. Dann gehen wir mal rein. So, also. Wenn wir jetzt morgens, also wir haben das jetzt alles schon erledigt gehabt, aber wenn wir jetzt morgens aufgestanden sind und dann das erste Mal ins Geschäft kommen, dann steht das Geschäft in der Regel erstmal so ungefähr auf 10 Meter Höhe, einfach in der Übernachtungsposition, sage ich jetzt einfach mal. Und wir fangen dann erstmal damit an, dass wir das Ganze erstmal einschalten, erstmal runterlassen das Ganze. Das mache ich mal eben. Zur Fahrt, wir können leider nur komplett automatisch fahren, das heißt, wir wählen das Programm aus. Wir haben insgesamt 4 bzw. 8 Programme, die wir auswählen können, drücken Start und das Geschäft wird dann komplett automatisch. Ansonsten haben wir hier noch ganz normal die Jinglebox, Computer für Musik, Mikrofon natürlich und Verstärker. Wir haben eine Uhlenbrock-Anlage, auch die Möglichkeit CDs abzuspielen rein theoretisch. Benutzen wir eigentlich in der Regel nicht, aber schade ja nicht, das zu haben. Und ansonsten lassen wir die Musik immer über den PC laufen. Ich habe es jetzt schon öfter mal beobachtet, wie ist das beim Runterfahren? Ich glaube, das Geschäft fährt nicht komplett bis ganz unten, oder, wenn es anhält? Genau, also bei uns ist das so, wir müssen einmal drücken zum Starten, dann fährt das Geschäft automatisch. Wenn er dann wieder runterkommt, dann bleibt er so auf 10 Meter, bleibt er dann stehen. Dreht sich dann in seine Parkposition und dann können wir ihn dann nochmal runterlassen. Wir müssen dann nochmal hier drücken. Ansonsten bleibt er einfach stehen, weil wir dann quasi einfach nochmal die Freigabe geben müssen, dass hier unten alles frei ist, dass jetzt hier nicht irgendwie irgendwelche Hindernisse hier stehen, wodurch dann irgendwie wieder Schaden entstehen könnte oder so. Das ist dann alles nochmal abgesichert, dass wir dann auch nochmal das Einparken quasi bestätigen müssen, dass hier unten alles frei ist. Wir haben auch noch Walkie-Talkies, um uns verständigen zu können, auch für die Wartung, aber auch im Betriebsablauf. Der Fahrstand ist natürlich auch getrennt von der Kasse, das heißt, ich kriege jetzt nicht unbedingt mit, wenn jetzt unten zum Beispiel jemand sein Ticket vergessen hat, dann kann mir das durchgesagt werden, dann weiß ich direkt Bescheid. Halt einfach, um den Betriebsablauf ein bisschen flüssiger zu machen. Aber auch natürlich für den Auf- und Abbau ist das natürlich auch gut, auch für die Sicherheit, weil wenn wir dann hier natürlich mit Kranen stehen, Leute dann da oben, dann ist das für die Kommunikation natürlich besser, da muss man nicht so rumschreien, wodurch man dann vielleicht was falsch versteht. Beim Auf- und Abbau, was natürlich auch immer ein Risikofaktor ist. Und so ist das Ganze auch nochmal ein bisschen abgesichert. Und Sicherheit ist immer ein großes Thema. Wir haben hier einen extra Testmodus. Bei Funtime ist es generell so, die Geschäfte haben Tests, die in gewissen Abständen absolviert werden müssen. Das Geschäft macht das in der Regel vollautomatisch. Hier hat man eine Übersicht über alle Tests, die wir hier so haben. Das sind verschiedene Tests, zum Beispiel Overtravel Top. Wir haben ja eine maximale Fahrhöhe und in dem Fall würde das Geschäft quasi über diese normale maximale Fahrhöhe fahren, um zu testen, ob dann die ganzen Sicherheitsmechanismen quasi auslösen. Oder zum Beispiel Overspeed Elevator, das ist dann quasi, wenn er zu schnell hochfährt, dass er dann quasi dann auch selbstständig einen Notstopp einleitet. Das wird dann quasi alles automatisch getestet, dann klicken wir das einfach an.
drücken Start und das Geschäft macht das quasi vollautomatisch. Dann haben wir hier noch eine Übersicht über die ganzen Tests. Die hier müssen zum Beispiel von jetzt an in 4 Tagen gemacht werden. Diese 2 müssen jeden Tag gemacht werden. Das Interessante bei der ganzen Sache ist, auch wenn wir die Tests nicht machen, können wir auch nicht den Betrieb starten. Also man könnte jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt keine Zeit, wir verzichten jetzt heute mal drauf. Dann würde das Geschäft einfach den Dienst, sage ich mal, streiken und wir könnten nichts machen. Wir haben insgesamt, ich meine, 6 Notstopp-Knöpfe und die müssen wir auch in regelmäßigen Abständen testen. Das heißt, die sind hier überall am Geschäft verteilt? Genau, oder? Wir haben einen hier, einen in der Mitte fürs Personal, einen unten, einen oben am Drehkranz und einen ganz oben an der Spitze und einen im Elektrocontainer. Hier haben wir eine Übersicht von den ganzen Notstopp-Knöpfen. Die müssen auch in verschiedenen Abständen getestet werden. Das heißt eigentlich einfach nur einmal drücken und wieder rausziehen. Dann weiß das Geschäft, dass der Notstopp aktiviert worden ist und dann werden quasi dann in regelmäßigen Abständen damit alle Notstopp-Knöpfe auf ihre Funktionalität getestet, damit das Geschäft weiß, dass im Notfall jeder Notausknopf quasi seine Funktion hat. Also der Hersteller selbst und das Geschäft zwingen dich ja quasi dazu, alles zu überprüfen, bevor du überhaupt fahren kannst. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr tatsächlich auch teilweise bis nach ganz oben klettern und da auch mal ein bisschen gucken, ne? Ja, also wir klettern jetzt nicht über die Leiter, aber wir fahren dann quasi mit dem Fahrstuhl, Sicherheitsgurte und sowas und dann, dass da auch dann keiner runterfällt. Genau, ansonsten, wir haben verschiedene Modi. Wir haben einmal den normalen Betriebsmodus, einen Wartungsmodus und einen Testmodus. Der Testmodus, das ist den ich gerade eben gezeigt habe, hier mit den Tests. Wartungsmodus, können wir das Geschäft langsam oder schnell hoch, langsam oder schnell runterfahren oder langsam oder schnell drehen. Genau, einfach für Wartungszwecke einfach. Genau. Also wenn jetzt irgendeine Störung sein sollte, dann können wir darüber halt einfach das Geschäft zu jeder Zeit langsam runterlassen, dass wir dann die Leute dann auch wieder rausholen können. In der Regel brauchen wir es nicht, aber besser haben und nicht brauchen. Ja, es kann ja alles passieren. Auch, ja. Ich sag mal, wenn jetzt der Strom mal ausfällt, dann müsst ihr ja gar nichts mit zu tun haben. Das kann ja auch einfach am Platz oder so liegen. Irgendwie müsst ihr die Leute ja wieder runterkriegen. Für den Fall haben wir noch eine andere Möglichkeit, die Leute rauszulassen. Dazu kann ich gleich noch vielleicht ein bisschen was erzählen. Aber solange wir Strom haben, können wir den Evakuierungsmodus nehmen. Also das Geschäft ist quasi doppelt abgesichert. Wenn wir Start drücken, reicht es nicht einfach nur, den Startknopf hier zu drücken, sondern wir haben hier auch noch ein Pedal. Das muss gleichzeitig mit dem Startknopf betätigt werden. Und sonst passiert gar nichts. Angenommen, der bleibt jetzt stehen. Dann müsste ich jetzt quasi auf den Evakuierungsmodus gehen und beides gleichzeitig gedrückt halten. Und dann würde das Geschäft langsam... Ja. Ich weiß jetzt nicht mit welcher Geschwindigkeit, aber langsam runterfahren und dann... Ja, das haben ja mittlerweile sehr viele Geschäfte, ne, dass du diese 2 Knöpfe oder hier in dem Pedal hast du ja noch, sagst du, drücken musst, damit du halt einfach nicht aus Versehen irgendwie auf den Knopf, ich meine, es ist bei den Knöpfen auch schon sehr schwierig, die aus Versehen zu drücken. Ja, weil die auch so eingefasst sind nochmal, ne, ja, dieses Gehäuse. Aber es gibt halt sicherlich auch Steuerpulte, wo man da eher mal gegenkommt und das fährt dann halt nicht los, weil du musst halt wirklich dann unten nochmal extra drücken, dass du halt wirklich gerade guckst und sagst, alles ist sicher, jetzt kann ich auch losfahren und nicht irgendwo aus Versehen drauf drücken kannst. Genau, ansonsten haben wir noch hier die Ansichten. Windgeschwindigkeit, die Fahrzeit, die Höhe in Millimeter, gemessen von dem untersten Punkt der Gondel, 50 Millimeter. Ich stehe jetzt gerade mit der Gondel 35 Zentimeter quasi über dem Boden. Genau, genau. Ja. Einmal die Geschwindigkeit von der Auf- und Abwärtsgeschwindigkeit, die Position vom Stern in Grad angegeben und die Drehgeschwindigkeit in Runden pro Minute. Maximal fahren wir mit, oder können wir fahren mit 9,5 Umdrehungen die Minute. Das sind so ungefähr 70 km/h. Genau, das ist so das, was wir am ehesten brauchen, gerade Windgeschwindigkeit. Wir können fahren bis zu einer Windgeschwindigkeit von 60 km/h. Bei 55 km/h Windgeschwindigkeit gibt der eine Warnung, dass wir dann quasi Bescheid wissen. Aber in der Regel passiert das relativ selten tatsächlich. Also wir hatten das bis jetzt vielleicht einmal, dass wir tatsächlich die Windgeschwindigkeiten erreicht haben. Genau, dann haben wir noch für die tägliche Wartung eine Checkliste, so sieht die aus. Genau, hier stehen alle Sachen drauf, die wir täglich machen müssen. Kreuzt dann hier an, was wir gemacht haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas wechseln, dann wird das dann auch alles nochmal vermerkt, ein Bild gemacht und dann alles in Ordner abgeheftet, dass dann immer nachvollzogen werden kann, was wir gemacht haben und genau, dass man immer alles richtig dokumentiert. Genau. Das hast du ja auch in anderen Betrieben, ich sag mal auch in so Industrieunternehmen und sowas, wenn du da Maschinen stehen hast und die gewartet werden,
da gehört das auch mit dazu. Und ich denke, gerade wenn du jetzt hier so Menschen transportierst, ist das nochmal eine Nummer wichtiger. Wenn wir jetzt eine Schraube wechseln oder so, dann wird das auch dokumentiert. Dann machen wir davon ein Bild, drucken das aus, damit jeder immer Bescheid weiß, was gemacht worden ist. Das ist eine von unseren 16 Gondeln. Nichts Spektakuläres. Wir haben zweifache Sicherung. Einmal hier vorne ein Gurt und für die Stange hier. Und einmal den Gurt hier, der auch quasi wie beim Auto, wenn man ihn rauszieht, kann man ihn, erst ab hier wieder rausziehen. Und dass dann quasi, wenn der geschlossen ist, sich an den Körper ranzieht, dass das dann auch jemand im Sitz behält und da jetzt nicht irgendwie jemand den weiter rausziehen kann und dann irgendwie versuchen kann rauszuklettern. Alles elektronisch überwacht, dasselbe haben wir an allen anderen Gondeln auch. Genau, an sich soweit nichts Spektakuläres. So, also wir stehen jetzt hier direkt an dem 80 Meter, wie gesagt, hohen Turm. Und ihr wollt uns auch noch was zeigen. Ich glaube, hier gibt es auch ein paar sehr interessante Sachen, habe ich schon gesehen. Genau, also eigentlich wollte ich nur das Getriebe zeigen, das ist jetzt leider hier unter dieser Verkleidung. Das müssen wir auch alle zwei Tage einmal einfetten, einfach damit das Ganze auch schön geschmeidig läuft. Genau, was man hier jetzt vielleicht noch ganz gut sieht, das möchte ich gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Das ist das eins von den zwei, ich sag mal, Bremsschwertern, die wir haben, die jeweils an der Seite vom Turm von unten bis nach ganz oben durchgehen, einmal auf der Seite und auf der anderen Seite. Wofür das ist, erkläre ich gleich nochmal genauer. Genau, noch kurz zum Auf- und Abbau. Wir haben insgesamt 7 Transporte plus ein Mannschaftswagen plus einen Wohnwagen. Und damit sind wir insgesamt bei 9 Transporten, was halt zu heutiger Zeit auch eigentlich schon relativ viel ist. Ja, wenn man sich mal so KMG-Anlagen anguckt, die teilweise mit 1-2 Transporten auskommen, ist das natürlich ein Riesenaufwand. Wir brauchen für Aufbau 2 Tage und für Abbau 1 Tag. Damit kommen wir eigentlich immer ganz gut hin. Der Aufbau funktioniert eigentlich ganz Funtime-typisch, so wie man das von den anderen Türmen auch kennt. Früher war es ja noch so, dass die Türme immer übereinander gestapelt worden sind, die Segmente. Hier ist es ja so, dass sich das Ganze quasi von unten aufbaut, dass quasi der Turm in der Diagonalen einmal geteilt ist und dann quasi immer so diese L-Stücke, sag ich mal, aneinander gesetzt werden, miteinander verschraubt werden, wie man das hier sieht. Und dann das Ganze über Hydraulikzylinder dann immer Stück für Stück hochgefahren wird, so dass man dann von unten dann immer wieder die nächsten Segmente ansetzen kann, dass das Ganze quasi ohne 100 Meter Kran auch ohne Probleme aufgebaut werden kann. Das macht es natürlich auch viel leichter, weil so ein großer Kran, der kostet natürlich auch viel, auch wenn man ihn nur mietet. Und so kann man das quasi mit einem kleinen LKW-Kran, der quasi hinten auf der Zugmaschine drauf ist, kann man das Ganze quasi auch dann komplett mit auf- und abbauen. Ja, wir sind jetzt hier unterm Geschäft, direkt am Turm. An den zwei Mittelbau, die werden hier vorne verbunden. Also die werden aneinander gestellt und dann hier über Hydraulik verbunden. Wir haben insgesamt 6 Punkte, auf denen das ganze Geschäft steht. Einmal vorne und hinten am Mittelbau selber und dann noch hier 4 große Ausleger. Das Ganze schwebt hier tatsächlich auch komplett in der Luft, sodass das Ganze hier drunter unterm Turm tatsächlich gar nicht, sag ich mal, gestützt ist, sondern tatsächlich alles, die ganze Last auf diese 6 Punkte verteilt. Hat einfach statische Gründe, weil das irgendein Ingenieurbüro mal so ausgerechnet hat, dass das besser ist. Ist teilweise echt schwer, sich vorzustellen, dass der ganze Turm quasi in der Mitte frei schwebt. Aber so ist das. Hier sieht man ganz gut, wie die Mittelbau miteinander verbunden sind, hydraulisch. Da oben. Und da unten. Hier, wie vorhin schon angesprochen, einer von den 6 No-Shop-Knöpfen. Ansonsten haben wir hier unsere 4 Motoren, die das Ganze ohne Gegengewicht tatsächlich komplett nach oben ziehen können. Also früher bei älteren Modellen gab es ja vor allem noch Gegengewichte, die in der Mitte hingen und das Ganze dann das Gewicht der Gondeln und so weiter ausgeglichen haben. Wir brauchen das Ganze nicht mehr, bei uns schaffen das die 4 Motoren alleine. Wir haben natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze ohne Strom zu evakuieren. Und das läuft dann über diese 4 Motoren. Kann man jetzt aber schlecht erklären und schlecht zeigen. An einem Hebel würde man dann quasi ziehen und dann würde das Geschäft langsam nach unten fahren. Ich habe eben schon die 2 Bremsschalter angesprochen, die man hier so ein bisschen erkennt. Wir haben quasi 3 Möglichkeiten, das Ganze zu bremsen. Möglichkeit 1 ist halt einfach über die Motoren, einfach darüber weniger Strom, weniger Leistung, weniger Geschwindigkeit. Dann haben wir eine hydraulische Bremse, die quasi wie beim Auto funktioniert, einfach über eine Bremsscheibe, die quasi an der Seiltrommel dran ist und dann darüber gebremst wird. Oder wir haben halt eben, die ist aber auch wirklich nur für den absoluten Notfall, haben wir eine mechanische
Notfallbremse. Und zwar ist das dieses Seil hier, was man auch hier sieht, wie das nach oben läuft. Das Ganze muss man sich so vorstellen, das läuft quasi von hier über diesen Seilzug bis nach oben zum Drehkranz. Da ist eine Bremse befestigt auf beiden Seiten, auf der Seite und auf der anderen Seite. Das Seil läuft die ganze Zeit mit, wenn das Geschäft sich nach oben oder nach unten bewegt. Sollte jetzt im Worst Case, im schlimmsten Fall aller Fälle, der eigentlich nicht passieren kann, eins oder beide Seile reißen, die das Geschäft nach oben ziehen, dann würde quasi, sag ich mal, eine Differenz entstehen, weil das Seil ja mitläuft. Und dadurch würde hier natürlich eine Spannung draufkommen, die Bremse sich zuziehen mechanisch und das Ganze sich dann an diesen Bremsschwertern quasi festklammern, sodass das Ganze dann auch ohne die Seile nicht fallen würde, sondern einfach an der Position stehen bleiben würde und das Geschäft würde einfach stehen bleiben. Wir müssten dann theoretisch mit der Feuerwehr evakuieren. Wir haben tatsächlich auch schon mal eine Übung gehabt, wo die Feuerwehr sich dann gemeldet hat und meinte, die würden es gerne mal üben, einfach mal für den Fall der Fälle, dass das einfach auch für sich selber mal ein bisschen geprobt haben. Dann saß jemand von der Feuerwehr drinne und dann haben die halt da einen Seilzug aufgebaut und dann halt das Ganze einmal geprobt. Lief auch ohne Probleme. Es ist halt wirklich einfach nochmal die Absicherung des Notfalls. Diese Seile sind schon so dimensioniert, dass sie das Vielfache dieses ganzen Gondelträgers halten können. Dieser Fall, der wird nie eintreten, aber gerade, du hast es ja gerade erklärt, es gibt kein Gegengewicht oder sowas. Das heißt, wenn jetzt hier das Antriebsseil reißt, dann würde theoretisch dieser ganze Kranz nach unten fallen wollen und dafür ist diese Sicherheitsmechanik nochmal da. Das heißt, wenn das passieren sollte, was nie passiert, das ist einfach so vorgeschrieben, dann gibt es nochmal eine Sicherheit und... Genau, dann kann man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, dieser Metallblock, falls sich jemand fragt, der ist halt einfach nur dafür da, um das Ganze auf Spannung zu halten. Hier läuft ja nochmal das Kabel dann durch und durch das Gewicht hält das Ganze einfach auf Spannung. Das beste Beispiel ist vielleicht jetzt so eine Eisenbahntrasse oder so. Die haben ja auch überall diese Gewichte hängen, damit einfach die Drähte für die Stromabnehmer, für die Züge immer auf Spannung sind und nicht irgendwie durchhängen. Genauso ist hier halt auch ein Gewicht dran, dass eben dieses Seil dauerhaft gespannt ist. Da haben wir dann zum Beispiel nochmal als Absicherung hier einen Sensor. Das heißt, wenn das jetzt sich theoretisch senken würde, dann würde dieser Sensor hier auslösen und dann würde dann auch wiederum nichts gehen. Also das ist an jeder Ecke zweimal eigentlich schon abgesichert, mindestens. Genau, und deswegen, also wenn so ein Geschäft mal stehen bleibt, hier sind so viele Sensoren dran, die dafür zuständig sind, dass so ein Geschäft da mal stehen bleibt. Ob es jetzt in jeder Gondel zwei Bügel sind, beziehungsweise da sind es ja zwei Verriegelungen pro Gondel jeweils nochmal, sollten die irgendeinen Fehler rausgeben? Oder sollte dieser Sensor irgendeinen Fehler rausgeben? Genau. Oder hier sind unzählige Sensoren, wahrscheinlich am Turm auch noch unzählige. Wenn irgendeiner davon sagt, hier stimmt was nicht, dann hält das Karussell an, also... Es muss ja nicht mal was Sicherheitsrelevantes sein, wenn das Geschäft stehen bleibt. Es ist halt, es reicht halt, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel hier sich ein Vogel raufsetzen würde und der Schalter umschaltet. Das würde schon reichen und dann haben wir eine Störung, dann suchen wir ein bisschen und dann haben wir das Problem auch ganz schnell gefunden und dann kann es weitergehen. Das ist hier unser Elektrocontainer. Da ist quasi, das ist quasi das Herzstück der ganzen Anlage. Hier läuft alles zusammen, alle Kabel und von hier ist die ganze Steuerung. Da sind die ganzen Schaltschränke drin. Wir haben auch Ersatzteile da drin, wenn wir die mal tauschen müssen. Das ist alles hier drin und so ist das meiste, gerade so Verschleißteile, dann halt eben immer spontan auch wechseln können und wir jetzt nicht irgendwie zwei Wochen auf Ersatzteile warten müssen. Genau, so haben wir das Wichtigste schon abgedeckt, genau. Wenn wir jetzt die Fahrt starten, dann drücken wir jetzt einfach Start und tatsächlich das Pedal und dann geht's auch schon los.
und ich glaube, wir sind jetzt alle so ein bisschen schlauer. Also ich finde es schon ziemlich beeindruckend, also so ein Riesenturm, dass man das halt so durch die Gegend transportieren kann. Relativ, ich sag mal, was jetzt gerade nochmal gesagt, relativ einfach dann doch nochmal, ohne Kran und alles. Ist schon faszinierend, aber ich muss auch sagen, jetzt hier auch mal vor der Rückwand, das ist definitiv einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste Vater im Starflyer aktuell auf Reisen, finde ich. Weil ihr habt auch so einen richtig schönen Bahnhof, wir hatten das in Würzburg damals schon angesprochen. Weil da ist ein Wartebereich noch dran und sowas, das ist ein eingeschlossenes Paket, finde ich. Ja, das ist bei den anderen tatsächlich nicht so. Also wir sind tatsächlich die Einzigen, die vorne einen ganzen Wartebereich haben. Ja, so einen festen auch. Ne? Naja, der halt wirklich, wir lassen ihn teilweise auch manchmal weg, ne, wenn es aus Platzgründen nicht anders geht. Aber in der Regel bauen wir eigentlich immer voll auf. Ja, nee, gut, dann danke ich dir auf jeden Fall. Ja, kein Problem, gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.